Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu NAC. In der letzten Folge haben wir hier diesen Zugunglück gesehen. Diesen Panzerunglück, weil die Straße kaputt ist. Hätten sie auch selber drauf kommen können. Und jetzt geht's hier weiter. Oh Gott. Gleich mit einem Schlag. Ich bin NAC. Ja, heb mal den Panzer hoch. Können ja alle. Danke. Danke, Batz. Erledigt, Kristall einsammeln und weg. Brauche ich ja nur drauf treten. Und jetzt ja quatschen. So. Ah, ein Kontrollraum. Aber in dem Generator sind keine Relikte mehr. So, musst du mal kurz hier nochmal das Mikro richten. Ein Moment, Doc. Ich mach mal eben das Licht an. Macht Klick. Nicht NAC, sondern Klick. Auf geht's. Auf geht's. Ich ja nochmal zurück. Nee, doch nicht. Geh jetzt weiter. Dass der Professor dann immer da ist, schon ist, wo ich denn hin muss, ey. Er findet immer, die anderen finden immer einen besseren Weg im Spiel. Wagst du es? War klar. Das Problem ist nur, die Speicherpunkte sind ein bisschen weit auseinander. Aber es ist eigentlich nicht immer bei Kinderspielen, dass es keine Kinderspiele sind, wie wir immer wissen. Wie Little Big Planet oder so. Ich habe keine Zeit. Herzen der Mine. Na, das gefällt mir schon besser. Weißt du was? Dich habe ich auch in einer Höhle entdeckt, wie diese hier.
Siehst du dieses Podest? Wenn man diese Höhlen findet, falls es klappt, ist da so ein Podest. Und nie steht was drauf. Nur einmal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Da fand ich eine Höhle, die war anders. Es wird erzählt, dass diese Orte einst lebendig waren. Und dass es Relikte in Massen darin gab. Doch seit Generationen hatte das niemand je gesehen. Bis damals. Auf dem Podest stand eine leuchtende Kugel. Und um sie war eine Konstellation in Gold und Rot und Blau. Ich streckte die Hand aus. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Und die Kugel kam zu mir. Das war Nack. Ganz einfach. Ich brauchte viele Jahre, um das Geheimnis zu entschlüsseln und die Macht der Kugel zu verhundertfachen. Doch schließlich konnte ich das Puzzle lösen. Und das Ergebnis warst du. Hey, sehen wir es uns aus der Nähe an, ja? Okay. Ah, fast schon wieder runtergefallen. Ich bin voll mit Kristall. Ist noch hier was? Nein. Zurück. Wackler. Oh, Scheiße. Alles okay, Doc? Einfach prächtig. Spaten. Alter, von hinten, ich glaub's nicht. Was war denn das? War hier was? Ich sammle trotzdem alles ein, was ich sehe. An Kristallen. Boah, aber Relikte. Jetzt lebe ich nicht mehr lange. Da sind sie schon. Nicht nochmal. Weg hier! Und eingeschlossen.
Vorsicht, Nack. Dieses Gestein ist sehr rutschig. Das wird noch fatal. Koboldjäger. Eine Bombe und ich bin hin. Professor, komm doch mal mit. Schönes Ding. Versperrt. Wir müssen denselben Weg zurückgehen. Warum ist der gegen mich? Hab ich also doch richtig gehört. Ist alles in Ordnung? Ihre Roboter haben uns angegriffen. Wirklich? Die dachten sicher, sie wären Kobolde. Tut mir sehr leid. Willst du ich das erzählen? Ihre Programmierung. Nur keine Umstände, Victor. Ich habe dabei ein paar Relikte gesammelt, also kann man nicht sagen, dass ich am Boden zerstört bin. 3 Meter. Da gibt's einen Luftzug, und zwar aus dieser Richtung. Sehen wir mal nach. Irgendwas ist da nicht koscher. Irgendwas will er für sich alleine. Es wäre leichtsinnig, ohne Verstärkung in eine Mine zu gehen. Man weiß nie, was man findet. Kobolde, Wachen. Je größer der Schatz, desto größer das Risiko. Ist das eine Macke? Zuerst habe ich Minenroboter gebaut. Es ist so viel einfacher, da unten Relikte zu bergen, wenn man über starke Feuerkraft verfügt. Danach habe ich auch Sicherheitsroboter produziert. Die Bauart ist dieselbe,
Nur das Zubehör ist etwas anders. Weitermachen. Idioten. Ich habe nicht mehr viel Leben. Na, das ist jetzt ein kleines Mangal. Och, Relikte. Geschafft. Das ist das Versteck der Kobolde. Ryder, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Doc. Wir haben ein Kobolddorf entdeckt. Vielleicht das Richtige. Geh von der Landestelle aus 10 Kilometer nördlich und stoß zu uns. Verstanden. Dann bis gleich. Wobei, er weiß nicht, wie er durch die Mine kommt. Bei seinem Talent ist er noch vor uns da. Selbst wenn er dazu 5 Berggipfel besteigen müsste. Fast geschafft, Neck. Bereit. Meine restlichen Truppen sind unterwegs. Dann sehen wir uns nachher vor dem Dorf. Bringst du den Aufzug wieder zum Laufen? Gerne. Gleich. Jetzt habe ich aber nicht mehr so viel Power. Das Koboldorf liegt hinter dem See auf dieser Klippe. Wir sind fast da. Über dem See, über dem See. Über dem See. Die Topse, wie die heißen. Bei Pokémon. Zack, kaputt. Und jetzt habe ich ihn wieder von vorne. Siehst du? Wieder fast von der Klippe gesprungen. Ja, überlegst du lieber nächstes Mal zweimal, was du machst.
Leben was von. Das war ein explodierender Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Relikte. Siehst du, das war's. So, und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Knack. Bis dann. Tschüss.